Herr Seidel, die Frühjahrsveterana zieht um von Ludwigshafen nach Hockenheim. Warum? Es gibt verschiedene Gründe. Ludwigshafen war schön. Ich glaube, Hockenheim wird noch schöner. Wir wollten die Veranstaltung wieder zusammenlegen, wie das als Mannheimer Vorbild eigentlich vorgegeben war. Wissen Sie da schon, wie die Aufteilung sein wird? Motorrad, Auto, getrennt oder gemeinsam? Ja, wir werden natürlich schon bevorzugte Felder für Auto, bevorzugte Felder für Motorrad machen. Es wird vieles Gemeinsames geben, also so ganz diktatorisch werden wir es nicht handhaben, aber es wird schon deutlich sichtbar sein. Nun bieten Sie in Hockenheim Ihren Händlern 100.000 Quadratmeter Verkaufsfläche an. Wie sind die Reaktionen darauf bisher? Also sehr, sehr positiv. Wir hatten uns das nicht so vorgestellt, aber es kommen nur positive Reaktionen, sowohl von den Besuchern wie auch von den Ausstellern. Endlich wieder eine Veranstaltung, wir müssen nicht zweimal hin und das können wir halt in Hockenheim bieten. Was sind sonst noch die Vorteile von Hockenheim? Ja, Hockenheim liegt ideal an der Autobahn, man kommt schnell hin, es sind optimal gekennzeichnete Zufahrtwege für Besucher und für Aussteller. Also das ist alles natürlich viel positiver wie in der Großstadt, wo man sich irgendwie durch die Stadt fummeln muss. Wissen Sie derzeit schon was über das Rahmenprogramm? Können Sie schon was verraten? Naja, wir haben einiges im Köcher. Es könnte Autogrammstunden geben mit Rennfahrern, es könnte Taxifahrten geben, es könnte natürlich auch der eine oder andere Rennwagen mal über die Strecke fahren. Aber im ersten Jahr wollen wir uns voll auf die Veranstaltung konzentrieren. Man muss ja auch noch die Möglichkeit haben, irgendwas später noch auf die Schippe zu legen. Jetzt machen Sie die Veterana schon relativ lange, sind von Anfang an dabei. Trotzdem ein bisschen aufgeregt, jetzt wo es auch nicht mehr lange dauert? Ja, es wäre vielleicht schlecht, wenn man nicht ein bisschen Premierenfieber hätte. Das haben wir schon alle bei uns im Büro. Aber das spüren wir auch draußen bei den Leuten. Die sind alle gespannt, was passiert.